Schreiben Sie uns doch. Jetzt nochmal den Führerschein machen, würden Sie es schaffen? Allein bei der Theorie, da würden die meisten von uns doch reihenweise durchfallen. Max hat den Expressführerschein mitgemacht, die Fahrerlaubnis nach nur 7 Tagen, alles zum Festpreis. Wir haben den Jüngsten von uns hingeschickt und Sie können sich ganz nebenbei auch nochmal testen. Darf man die Kupplung kommen lassen, sobald du merkst? Der fängt das Offenbach, Samstagmorgen. Max-Reporter Peter Onneken bei seiner ersten Fahrstunde. In nur 7 Tagen will ihn Fahrlehrer Jürgen fit machen für die Prüfung. Und die muss klappen, denn unser Mann braucht seinen Führerschein für eine TV-Reportage. Vor Peter liegen jetzt 21 Fahrstunden. Nur etwa halb so viele wie anderswo. Wer aber denkt, es sei deshalb auch günstiger, der liegt falsch. Denn beim Expressanbieter kosten die Stunden deutlich mehr als bei gewöhnlichen Fahrschulen. Halb so viel Praxis, wenn das für den Schein reicht, wieso geht es bei den anderen nicht? Wenn halt zwischen den einzelnen Fahrstunden die Abstände ziemlich lang sind und dann vergisst man viel und dann kommt man aus der Übung raus und so weiter. Mehr Stunden wegen der langen Pausen. Peter ist voll konzentriert aufs Fahren. Plötzlich eine knifflige Situation. Wie war das mit dem Bus nochmal? Ja, da können wir dran vorbeifahren. Da hat kein Warnblinker an. Überholverbot also nur bei Warnblinker. Aber was ist mit der Haltestelle? Wie lange dürfen Sie an einer Bushaltestelle halten? A. Gar nicht. B. 3 Minuten. C. 10 Minuten. Oder D. 30 Minuten. Richtig ist... 3 Minuten. Mit solchen Fragen muss sich unser Reporter 3 Stunden am Tag herumplagen. Auch beim Expressführerschein keine Ausnahmen. 21 Stunden Theorie verlangt der Gesetzgeber. Plus Übungszeit. Fragen, die jeder Autofahrer können muss. Sowas zum Beispiel. Wenn Sie dieses Schild sehen, wie weit ist es dann noch zur Bahnschranke? A. 80 Meter. B. 160 Meter. C. 240 Meter oder D. 300 Meter. Richtig ist... C. 240 Meter. Peter trainiert fleißig weiter, hat schon die ersten der 12 vorgeschriebenen Sonderfahrten absolviert. Wenn Sie mit Ihrer Antwort eben falsch lagen, Sie haben eine weitere Chance. Nochmal zum Thema Bahnübergang. Wie nah dürfen Sie außerorts vor dem Andreaskreuz parken? A. 5 Meter. B. 25 Meter, C. 50 Meter oder D. 100 Meter. Richtig ist C. 50 Meter. Wir schreiben Tag 4 des Expressführerscheins. Für unseren Reporter geht's nach Cochem in den verschneiten Hunsrück. Praxis unter Extrembedingungen. Fahrneuling Peter soll die Tücken des Alltags kennenlernen. Starkes Gefälle bei schneebedeckter Fahrbahn. Einfach rollen lassen. Okay. Den Hügel zwar geschafft, aber so ganz sicher ist Peter noch nicht. Nun gut, es bleiben immerhin noch 6 Fahrstunden bis zur Prüfung. Und dann muss auch die Theorie sitzen. Auch bei so kniffligen Fragen wie dieser. Sie verdoppeln ihre Geschwindigkeit. Um wie viel Mal vergrößert sich der Bremsweg? A. 2-mal. B. 3-mal. C. 4-mal. Oder D. 6-mal. Die richtige Antwort ist C. 4-mal. Für Peter geht's weiter durch Eis und Schnee. Intensiv wird an der Fahrtechnik gefeilt. 3 Stunden pro Tag sind der Schnitt. Ein Crashkurs eben. Und abends dann immer noch Theorie. Außer heute. Eine der vorgeschriebenen Nachtfahrten. Diesmal mit allen Kursteilnehmern zusammen. Da man ja Jeeps hat, darf ruhig auch mal abseits der Hauptstraßen geübt werden. Nur die Anforderungen waren wohl für einige der Fahrneulinge zu hoch. Dieser Tag endet dann auch ganz anders als erwartet. Ich meine Teile wieder haben. Nur gut, dass es nicht Peter war, der diesen Crash verursacht hat. Schneeketten hätten geholfen, vielleicht. Wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie mit Schneeketten fahren dürfen? A. 40 km/h, B. 50 km/h, C. 60 km/h oder D. 80 km/h? Die richtige Antwort ist B. 50 km/h. Ob unser Reporter das auch wusste? Tag 7. Gerade hatte er Theorieprüfung. Jetzt kommt's drauf an. Fahrlehrer Jürgen mit dem Ergebnis. Herzlichen Glückwunsch. Theorie ist bestanden. Super, dann muss man nur noch gucken, was... Jetzt heißt es warten auf die praktische Prüfung. Nicht nur für unseren Reporter geht's dann um alles, denn die meisten hier haben extra Urlaub geopfert für ihren Führerschein. Wenn's nicht klappt, wird's eng.
Ich bin Kellner und ich habe halt nicht so die Zeit wie andere Schüler oder Studenten, die halt zweimal die Woche in die Theorie gehen und dann nochmal sonntags, montags die Praxis machen. Und dann nehme ich mir eine Woche Urlaub und dann geht das schon. Das ist dann halt relativ einfach auch für mich und für meinen Arbeitgeber. Die Prüfung. Jetzt zählt's. Gerade 5 Minuten unterwegs, plötzlich eine Unachtsamkeit. Rechts vor links. Onneken rettet die Situation erst im allerletzten Moment. Am Ende dann doch bestanden. Der 7-Tage-Führerschein für 1.600 Euro.